Herzlich willkommen zum Gemüsefarm-Podcast und heute zu einer kleinen Zeitreise, wie es ausschaut mit Zapp, wie so ein Sommerhit mit einer lustigen Parole zum Sommerhit wurde. Und damit hallo Tomate. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, genau genommen heißt der Beitrag, wie ein Nazi-Meme zum Sommerhit wurde. Ich Ah, ich sage ja hab's immer, ja, vermasselt. ich sage immer Nazi-Meme, ganz deutsch. Ja, wollen wir einfach reinhauen? Ja, gerne. Jo. Ach so, und ganz kurz, ich mache mal zurück. Nicht, dass ihr euch wundert, liebe Zuschauer, wir schauen wie immer auf 1,3-fache Geschwindigkeit. Das heißt, wenn die Musik hier euch jetzt ein bisschen schneller manchmal vorkommt, das liegt daran. Ihr müsst einfach schneller raven. Ja, ihr müsst viel schneller waven, genauso ist es. Viel schneller Ja. döppen. Ausländer raus! Eine alte Neonazi-Parole, gepaart mit einem Eurodance-Schlager. Wird zum Sommerhit. Vor allem durch dieses Video von Sylt. Ein Video nach Bundesland. Und da muss ich jetzt hier schon Pause machen. Das ist so nicht richtig. Vor allem durch dieses Video von Sylt wird das bekannt. Wirklich der erste Punkt war diese erste Szene, die man gesehen hat, also wo die drei Bilder nebeneinander zu sehen waren, aus dieser ostdeutschen Disco. Da War war das letztes zum Jahr ersten. schon, ne? Genau. Da war, oder Anfang des Jahres höchstens. Da war das auf jeden Fall zum ersten Mal zu einer Art Meme geworden. Und nur deswegen haben ja die auf Sylt, die Truppe, haben das deswegen nachgemacht. Eben weil das schon mal die Runde gemacht hat. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Und das Ding ist, es wäre ja niemals so groß geworden, hättet ihr jetzt auch nicht als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in ermüdendem Maß darauf eingekloppt, weil einfach, weil sich ein paar junge Leute hinstellen und ein Internet-Meme nachmachen. Und Also, in dem Sinne, wow. danke für die lustige, ja, Danke für die Publicity. Publicity, ja. Richtig, richtig. Für Das ist die gratis Reichweite, ja. Aufmerksamkeit. Also, ich meine, die haben das Meme dadurch ja noch viel stärker gemacht. Also, du brauchst wirklich echt nur irgendwo L'amour toujours abspielen. Und du weißt, was abgeht. Ich meine, wir haben das bei der EM gesehen, wie viele andere, also Fans von anderen Nationen, dann einfach auch dieses Lied haben gespielt, weil das war ja dann auch im Rahmen der EM verboten. Also, was heißt verboten, aber die in den Stadien sollte es nicht gespielt werden und so. Fragen, war das wirklich verboten? Nee, es war jetzt in dem Sinne nicht verboten, dass du eingeknastet wirst, wenn du das Lied abspielst. Nee, aber die haben ganz klar festgelegt, die verschiedenen Organisationsverbände da, ja, in unseren Stadien, wir spielen dieses Lied nicht, weißt du? Ich meine, es ist So, ja es so war ein so, Lied. also DJ, wenn du deinen Beruf behalten möchtest, dann Genauso, macht man lieber nicht. Ja, okay. genauso, weil ich meine, an sich ist ja immer noch ein nettes Lied, L'amour toujours. Man könnte das ja einfach so spielen, aber da war wirklich klipp und klar die Ansage ist da gekommen. Nee, das spielen wir einfach nicht. Kommt nicht. Ich finde es wirklich lustig, wie das mittlerweile zu so einer Art Erkennungszeichen geworden ist, wenn du einfach so düp Auf sagst. jeden Fall, auf jeden Fall. Also richtig schön. Da Auf spart man sich jeden diesen Fall. ganzen komischen Affentanz, den man vorher machen musste, um zu schauen, ob das, also wie der Ja. andere tickt. Auf jeden, weil gut, da muss ich jetzt noch mal eine kleine persönliche Anekdote loswerden. Schieß los. Ich habe dir erzählt, dass naja, sag ich mal, mein Schwiegervater in Spee, also von meiner Freundin, der Vater. Wir haben uns ja schon mal vorsichtig rangetastet, wie wir beide so politisch drauf sind und gemerkt, naja, sehr ähnlich. Und letztes Mal, da sitzt er dort auf dem Balkon und also ich war unten in dem Hof so am Machen, am Metteln, da höre ich so von oben diese Lamotto-Schuhe, die loslegen. Ich wusste genau, was Phase ist. Das war einfach nur geil. Das war einfach nur geil. Es kann so einfach sein, ja. Ja. Weit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Das Hauptproblem scheint schnell gefunden. Die Sylt-Schnösel, titelt die Bild entrüstet. Aber nur auf sie zu zeigen, verkennt das viel größere Problem. Wie niedrig die Schwelle geworden ist, rechtsextreme Parolen zu grünen. In jedem Bundesland. Also nach meinem Kenntnisstand ist diese Parole straffrei. Ja, es ist nicht strafbewehrt, das zu sagen. Das ist immer noch ein Meinungsdelikt. Also, nicht mal Ja, ein nicht mal Delikt. das. Also, ja, Delikt ist schon ein falscher Begriff. Es ist einfach eine Meinungsäußerung. Deutschland den deutschen Ausländer raus. Also, man kann das hier auch auf YouTube so sagen. Ja. Gut, könnte jetzt vielleicht nach sich ziehen, irgendwelche Shadowbans, hast du denn gesehen?
Ja, kennen wir schon. Langweilig. Das sind Videos und YouTube-Sachen. Sache, ja, kennen wir schon weiter. In allen Gesellschaftsschichten. Dabei ist das Phänomen viel älter als... Oh, warte, die haben sich jetzt, ich habe gar nicht so darauf geachtet, die haben sich wirklich die Mühe gemacht, so eine Karte zu basteln. So. Das müssen wir uns, glaube ich, nochmal reinfahren. Moment. Verkennt das viel größere Problem. Wie niedrig die Schwelle geworden ist, rechtsextreme Parolen mitzugrüllen. In jedem Bundesland, in allen Gesellschaftsschichten. Also es geht hier scheinbar um rechtsextreme Parolen. Ich würde behaupten, also, es geht explizit um L'amour toujours. Wirklich? Ja, also würde ich den jetzt unterstellen? Mal gucken, ob es gleich klargestellt wird. Weißt du, warum du wahrscheinlich recht hast? Weil wenn es jetzt nur rechtsextreme Parolen wären, dann wäre ja diese Karte hätte ja viel zu wenige Punkte. Ja. Stimmt, es wird tatsächlich um L'amour toujours gehen. Geil. Okay. Aber, was ist denn mit Berlin los? Ja, in Berlin geht's ab. Gut, sind halt viele Leute. Ja, rauchen die Mauer wieder. Ja. In Dresden, da sind noch viel zu wenige Punkte. Oder die sind alle so verklumpt. Oder es hat keiner gemeldet, das kann auch sein. Ja, weil das hier normal ist. Okay. Dabei ist das Phänomen viel älter als das Sylt-Video. Bei uns ist das seit Jahrzehnten ein Thema und ein Fall. Wo kommt das umgetextete Lied her? Und wie konnte es so weit kommen, dass es nun überall in Deutschland auftaucht? Wir haben... Warte mal ganz kurz. Siehst du jetzt hier diese Bildercollage? Ja. Guck mal, wie die hier Archiv 2024 unten, wie die da diesen Laptop hier zeigen. Und da ist jetzt dieses Döp so hervorgehoben. Also wow, was für ein Skandal. Also ich finde Black Knives Matter richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Das ist eigentlich auch cool. Alarm. Ja. So, warte, ich schaue kurz Tim Karshop. Links oben genau das Originalvideo. Okay, alles klar. Kommen, dass es nun überall in Deutschland auftaucht. Wir haben uns auf die Suche gemacht, um herauszufinden, wie der Slogan Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, in Verbindung mit einem alten Eurodance-Klassiker zu einem Meme werden konnte. Dem vielleicht erfolgreichsten rechten... Sobald du Meme erklärst, hast du halt verloren. Es ist wie wenn du mit Witz erklärst. Also macht ruhig weiter. Viel Spaß. Gerne, gerne. Meme, das es in Deutschland je gab. Ist es das erfolgreichste rechte Meme, das es in Deutschland je gab? Ernsthaft? Also mir fällt jetzt so ganz spontan kein Gegenbeispiel ein, aber könnte ich mir fast nicht vorstellen. Also da muss ich auch passen, also keine Ahnung. Ja, ja, na gut, vielleicht haben die Zuschauer eine Idee, was noch krasser gewesen sein könnte. Man könnte argumentieren, der Stolzmonat, aber gut, das Döp ist schon krass, einfach weil das A, skandalisiert wurde von den Feinden und B, halt wie gesagt, auch international dadurch mehr oder weniger Auftrieb bekommen hat. Und das hat halt so Ohrwurm-Charakter. Auf jeden Fall, ist auch einfach Spaß, spaßig, ist witzig. Ja. Wir haben jemanden gefunden, der das Sylt-Lied schon seit Jahren kennt und fahren deswegen auf eine andere deutsche Insel, Rügen. Hier wollen wir den Mann treffen, der die Parole schon während seiner Jugend gehört haben will, auf Dorffesten und in vollen Regionalbahnen. Hi, ich bin Fritz Lukas. Tach, Marvin. Marvin Müller ist Vorsitzender der Jusos in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich ist sowas. Ja. Politisiert habe er sich, seitdem in der Region immer mehr Leute rechts außen wählen. Wo hast du da gewohnt? Im Stock 4, also sozusagen da vorne. Das war eine besondere Situation, weil man tatsächlich von dort aus, wenn man sozusagen immer jetzt in die Richtung guckt, quasi Strandblick hatte. Also, aber halt so einen kleinen Ausschnitt sozusagen, aber immerhin genau. Ne? Als er das Sylt-Video sieht, werden sofort Erinnerungen wach. Warum habt ihr die Scheiße jetzt hier reingeschnitten, damit der ein bisschen nahbar wirkt oder was? Das war jetzt völlig irrelevant für den Beitrag. Es ist Juso, er muss sich arbeitermäßig geben oder sowas. Ja, ja, voll cool. Ich wusste, ich kannte das. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, hat jemand mitgefilmt, ist jetzt nichts Besonderes. Und sozusagen dann diese mediale Entrüstung, die fand ich eher etwas irritierend, so, weil sozusagen eben das, also man kennt das, ne? Und sozusagen die okay, warte. Juso sind doch die Jungen, oder? Ja, die Jungen sozusagen. Die also Jungen mit den grauen Haaren. Ü40. Ach so, das meinst du, okay, ja. Okay. Stimmt, er hat schon ein bisschen angegrautes Haar. Das ist eigentlich schon ein Silberfuchs hier. Angehender Lehrer, okay. Ja, logisch, das natürlich. Ist so ein schöner Lehrenslauf, ja. Also, dass man plötzlich schockiert ist davon, weil das jetzt plötzlich auf so einer Sylt-Party passiert ist, aber bei uns ist das seit Jahrzehnten ein Thema und ein Fall und da hat niemand drüber berichtet. Also bei uns, da war das schon viel länger cool. Und dann bist du sicher, dass das so gesungen wurde darauf und nicht erst jetzt seit... Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin mir 100% sicher, dass es das schon länger gibt. Ich habe mich auch mit sozusagen anderen Leuten nochmal dann jetzt auch drüber unterhalten, wo das erstmal Thema war und eigentlich alle haben mir bestätigt, dass sozusagen, also es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand sozusagen im ländlichen Raum in Ostdeutschland aufgewachsen ist, dass
Will er die Tantiem haben, weil es bei ihm das Original ist? Ja, auf jeden Fall. Ist der Punkt hier, oder was? Das ist mega wichtig. Ja. Aber warte mal kurz. Warte mal kurz, Arti. Ja? Wir sind ja ähnlich alt. Hast du denn schon mal diese Parole gehört vor diesem Meme? Also ich tatsächlich nicht. Nee. Also zu dem Lied. Mir war das tatsächlich neu. Und ich habe mich auch schon auf einigen Dorffesten hier im Dunkeldeutschland rumgetrieben. Ich habe es auch nie gehört. Also. Tatsächlich auch nicht. Und ich meine, wir sind ja nun mal rechts. Also, schon interessant. Wir können das nicht nachprüfen. Seine Aussagen decken sich aber mit Berichten und mit Kommentaren in sozialen Medien, die wir recherchieren. Rechte Jugend. Ja, das ist jetzt so der X-Faktor-Moment. Ja, diese Geschichte ist wahr. Das hat uns der Penner unter der Brücke erzählt. Und noch ein anderer. Für $10. Und also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, angenommen, es wäre so. Und dann? Was dann? Also, was ist jetzt der Punkt? Ja, was ist jetzt so der Punkt? Ja, das ist ein bisschen komisch. Na gut, ich meine, man muss ja 24 Minuten füllen hier mit diesem Meme. Also, puh. Können wir nicht 24 Minuten rechte Jugendkultur hören? Ja, eben, lieber Lamotte, ich würde 24 Minuten. Oder, können wir nicht eine Meme-Auswahl einfach machen? Die schönsten Meme? Rechte Jugendkultur sei hier in den letzten Jahren wieder stärker geworden, erzählt Marvin Müller. Einen Vorfall soll es zuletzt auch im Nachbarort Sassnitz gegeben haben, an einer Schule. Müller ist selbst angehender Lehrer. Was glaubst du, warum machen Kinder und Jugendliche damit? Also ich glaube tatsächlich, dass in den allerseltensten Fällen, man kann es nicht ganz ausschließen, aber in den allerseltensten Fällen tatsächlich eine innerliche Zustimmung damit verbunden ist. Sondern es ist halt provozierend, man weiß, dass es eine Grenzüberschreitung ist und das, was junge Menschen sehr häufig ja tun. Okay, das gebe ich ihm zumindest, dass er da ehrlich ist. Dass er sagt, Kinder oder Jugendliche wollen einfach provozieren. Und schauen sich an, was ist die Grenze, die ich nicht überschreiten darf, und machen es dann. Auf jeden Fall. Das finde ich jetzt auch positiv überraschend, dass er halt nicht in diese Y-Kollektivfalle tritt. Was ich damit meine, wir hatten ja mal diesen Beitrag gesehen vor einer Weile, wo es um böse Hitler-Memes ging. Gott, der war schlimm, ja. Ja, Gott. Der war auch richtig schlimm. Und da ging es ja jedes Mal darum, so, ja, wenn in der Schule jemanden so ein Hitler-Meme teilt, das ist ja übelst rechtsextrem und dann ist der ja voll der Nazi und so. Und ja, da hatten wir halt schon damals argumentiert, nee, das stimmt einfach nicht. Die meisten Leute, gerade Jugendliche, machen das gar nicht so sehr wegen irgendwelchen politischen Befindlichkeiten und Zustimmung, sondern einfach, um anzuecken. Um edgy zu sein, wie die Engländer sagen. Genau, ich meine, wo soll denn das gefestigte Weltbild auch herkommen mit 14? Ja. Ja, also ich könnte schon. So. Nee, gefestigt nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man mittlerweile. Man kann als Jugendlicher mit 14 beeinflussen, auf jeden Fall. Nee, ich wollte nur sagen. Ich glaube mittlerweile, wenn man mit den ganzen Problemen groß wird als junger Mensch, wird man eher rechts. Ja, aber dass du es so dezidiert ausformulieren kannst mit politischer Theorie dahinter und dies, das, tralala. Nee, das nicht. Nee, das du willst einfach die Probleme behoben haben. Auf jeden Fall. Ganz einfach. Ja, klar. Aber wer bei dieser vermeintlichen Provokation mitmache, trage zu einer gefährlichen gesellschaftlichen Grundstimmung bei, meint Müller. Das versuche er auch seinen Schülern zu vermitteln. Die Kombination mit dieser Neonazi-Parole ist in Vorpommern offenbar schon länger. Diese Neonazi-Parole. Da fängt es halt schon an, ne? Das ist einfach eine Parole. Fertig. Ja. Ich bin da jetzt gar nicht mal so dagegen, das so einzuordnen. Wenn die meinen, dass das halt irgendwelche 90er-Jahre-Nazis gemacht haben. Aber weißt du was? Nee, du hast recht, man darf das nicht auf sich setzen lassen. Ich meine, es ist letztlich immer noch nur eine politische Meinungsäußerung. Du hast recht, ja. Man muss das angreifen, diesen Punkt, Nazi, ja. Leider ja, ja. Teil der regionalen rechtsextremen Folklore. Im 300-Einwohner-Dorf Bergholz wurde das zum ersten Mal öffentlich. Mitte Oktober 2023 wird hier ein Erntefest gefeiert. Ah, sie haben sogar recherchiert. Mensch. Wow. Oktober 23 war es also. Ah ja. Also fast ein Jahr her. Ja. Schicker Pullover. Der junge Mann mit dem preußischen Adler auf dem Pulli ist laut Recherchen von Katapult MV höchstwahrscheinlich Julian R., der Sohn des Bürgermeisters von Pasewalk, dem nächsten größeren Ort. Im Februar veröffentlicht ein linkes Recherchekollektiv Fotos, auf denen sie Julian R. identifizieren. Auf dem Tollensemarsch, einem jährlichen Wandertreffen von Rechtsextremen. Ach du Scheiße, wandern sie ja rechts, ich hab's wieder vergessen. Ach Gott. Ja, vielen. Nee. Extremen in Neubrandenburg. Wir haben ihn vor Wochen um Stellungnahme gebeten.
aber keine Antwort bekommen. Sein Vater, der Bürgermeister, distanziert sich auf Anfrage privat wie auch als Amtsperson von etwaigen rechten Meinungen. Das ist so schwach. Ah, das ist wirklich schwach. Also einfach gar nicht drauf antworten. Gerade als kleiner Bürgermeister von irgendeinem Hinterwäldlerort, von dem niemand was gehört hat. Sorry für alle, die an alle, die da wohnen. Aber juckt doch keinen. Na, ihn wird es jucken, wenn das irgendeiner seiner Wähler mitbekommt, würde ich behaupten. Ja, vielleicht. Aber ganz ehrlich, wie groß wird denn das? Das ist, na gut, vielleicht in dem Ort wird das dann im Wahlkampf benutzt, ich weiß nicht. Ach, egal. Ja, weiter. In der Scheune in Bergholz feierte also offenbar mindestens einer aus genau dem Milieu, das Marvin Müller beschreibt. Neonazis. Und die wenden da eine Methode an, die... Warte. Wieso sind wir jetzt bei Neonazis? Weil der Typ wandert? Der Schluss war mir jetzt ein bisschen schnell. Naja, weil er bei diesem Tolenser-Marsch war, das ist schon eine rechte Wanderung, aber auch da wieder, hier wird mit Begriffen um sich geschmissen, Neonazis. Ist nicht so, als wäre das ein Nazi-Marsch oder sowas per se. Also... Klar, vielleicht patriotisch rechts könnte man das schon irgendwo verorten, aber Neonazi, also da lehnt er euch schon sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster. Also Neonazi heißt ja de facto neuer Hitler. Ne? Ne? So könnte man es vereinfacht sagen. Ich würde behaupten, dass bis auf ein, zwei Spinner in heutigen Deutschland niemand sagen würde, wir sind der neue Hitler. Niemand würde das sagen. Wenige, also so dritter Weg vielleicht, also so Leute, die sie halt gern vor irgendwelche Spiegel-TV-Reportagen ziehen. Ja. Also warum soll es dieser Typ das sagen? Ja, absoluter Bullshit. So, jetzt aber weiter. Und die wenden da eine Methode an, die ziemlich alt ist und ziemlich erfolgreich. Mario Dunkel ist Professor für Musikpädagogik. Er untersucht, wie Populisten in Europa populäre Musik für ihre Zwecke nutzen. Dass sich rechte Bewegungen Musik aneignen, gab es immer schon. Also auch die nationalsozialistische Bewegung hat sich Musik angeeignet. Auch nach der NS-Zeit haben sich Rechtsextremisten immer wieder populäre Lieder angeeignet. Vor 20 Jahren wurde zum Beispiel dieses Lied von Udo Jürgens mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Für Holocaust-verherrlichende Parolen missbraucht. Seit den 10er Jahren würden... Hast du jetzt auch erwartet, dass da irgendwie die Umdichtung kommt? Kennst du die Umdichtung? Ich kenne sie halt nicht. Also ich dachte, ich werde jetzt hier mal erleuchtet, was die... Ja, ich auch nicht. Ich hätte gerne schon so ein Proto-Meme gesehen hier. Also irgendwie schwach. Rechte aber raffinierter vorgehen. Ja, vielleicht kommt so. Okay. Seit den 10er Jahren würden Rechte aber raffinierter vorgehen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Eine der Strategien ist, dass man auch mehr mit Humor arbeitet, dadurch auch versucht, rechte Positionen in die Mitte zu rücken. Und dadurch, dass man Humor verwendet, kann man eben auch immer wieder diesen Schritt zurückgehen. Und ich muss jetzt hier mal ganz kurz lachen. Also, da ist schon das nächste Skandalisieren hier dabei. Oh nein, es wird Humor verarbeitet. Und das kommt vom, das ist wirklich schlecht, von dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk, der zig Humorformate hat, um linke Politik den Leuten näher zu bringen. Böhmermann, Heute Show, Browser Ballett, was weiß ich. Ja gut, Browser Ballett. Gute alte Frau Bosetti nicht zu vergessen. Ne? Bosetti, ja. Die Anstalt. Also, und noch viele mehr, die ich jetzt sicherlich vergesse. Extra drei. Also, aber bei den Rechten ist es natürlich wieder böse. Aber wenn wir das machen, dann ist es gut. Dann ist ja gesetzlich genehmigt. Boah. Ich finde es halt lustig, weil ich finde, die haben keinen Humor mehr. Die sind so verbissen, verkrampft. Die können nicht mehr über sich selbst lachen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen hassen sie es, dass die Rechte da so relativ unbeschwert daherkommt und einfach nur scherzt. Ja, auf jeden Fall. Es funktioniert auch einfach schlecht, wenn man so die Macht hat oder den moralischen Zeigefinger die ganze Zeit für sich pachtet. Dann kann man halt nicht gut Witze reißen, weil Humor lebt halt auch irgendwo von sowas Anarchischem. Dass man halt einfach mal was sagt, was man nicht sagen sollte. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn du die Macht hast, kannst du trotzdem Humor zeigen. Das schließt sich nicht aus. Aber wie du schon sagst, wenn du dann den Zeigefinger immer hebst und belehrend sein willst, das kannst du mit Humor nicht vermitteln. Ja, das stimmt. Einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, aber war ja eigentlich nicht so gemeint. Also man kann eine extrem rechte Botschaft senden und gleichzeitig sagen, das war doch nur ironisch. Ja. So wie bei dem Sylt-Video. Dabei ist die Parole ganz und gar nicht ironisch. Sie wurde zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen gegrölt. Als Molotow-Cocktails auf eine Unterkunft ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter geworfen wurden. Dass ausgerechnet dieser Spruch jetzt so populär geworden ist,
liegt laut Dunkel auch am Hit-Charakter von L'Amour Toujours. Jetzt ist L'Amour Toujours schuld, das finde ich auch. Ja. Dieser verdammte Gigi. Wir müssen eine Zeitmaschine erfinden und ihn töten. Ja. Junge, Junge. Diese Hook ist sehr stark an Sprache angelehnt. Also wir haben die Betonung immer auf die Eins. Und deswegen kann man es auch ganz leicht mitsprechen. Und es fallen einem auch zahlreiche Sachen ein, die man darauf mitsprechen könnte. Und dass der Umfang auch zwischen dem, also der Abstand zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ton ist relativ gering. Dadurch kann man es auch leicht irgendwie mitgrölen. Also wie jeder Ballermann-Hit. Ja, oder? Du bist mehr der Musiker als ich, aber alles, was er jetzt beschreibt, ist, du kannst halt irgendeinen Refrain mitgrölen. Ja, also es ist wirklich so. Also jeder Schlager hat das, was er gerade berichtet. Also wirklich gut. Bei L'Amour Toujours, ja, auch dieser Mitsing-Charakter, den hat jedes 90er Eurodance-Techno-Lied eigentlich so, also jedes krasse Riff, was man so noch in Erinnerung hat. Also, ja. Cool. Kannst auch Scooter nehmen oder so. Also, ne? Alles, ja, klar. Und genau, das sind so ein paar Voraussetzungen, die da sein müssen, glaube ich, um sich dieses Stück auch in dieser Art und Weise anzueignen. Der Typ doch selber mit hier. Ja, erzähl mir doch nichts. Der musste sich übelst anstrengen, um uns hier nicht mitzudüben. Er hat schon mit sinngemäß. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ein schrecklicher Ohrwurm. Ein schrecklicher Ohrwurm! Ja, das Lied ist halt voll herzlich. Ein schrecklicher Ohrwurm. Und eine noch schrecklichere Parole. Haben wir die jetzt immer im Kopf, wenn wir L'Amour Toujours hören? Ja. Ja. Meine Kollegin Fabian Kratzer und ich wollen das mal testen. Auf dem EM-Fanfest in Hamburg. Wollen die uns jetzt gerade ein Alternativlied anbieten hier mit Major Tom, ist es der, glaube ich, ne? Ja, ja. Also, was weiß ich, dann schiebt der ab, völlig losgelöst von der Politik oder so als Refrain. Naja, warte mal, ich bin der Meinung, da steckt sogar mehr dahinter. Inwiefern? Verdammt, ich krieg das jetzt leider nicht mehr so auf die Reihe. Alles auf der Pakt, schon seit Stunden. Nee, das Ding ist nämlich hier mit dem Major Tom. Ich hab irgendwie das dumme Gefühl, war jetzt im Zusammenhang mit der EM auch ein Lied, was die Groß nochmal machen wollten. Also im offiziellen so. Werbematerial. Also, okay, dass sie das in ihren Videos öfter mal benutzt haben, Major Tom und so. Absolut nicht mitbekommen, aber na gut, das heißt jetzt nichts. Also, das heißt jetzt Können die Zuschauer vielleicht nochmal genau uns dazu beisteuern. Ich habe es jetzt leider vergessen. Ich habe jetzt auch ganz schnell versucht zu googeln, krieg's dann raus und wie immer, wir sind live, weiter. Wir setzen dir mal Kopfhörer auf, okay, und zeigen dir einen Song, weil ich halte mal den Bier, ja? Und wenn du den Song hörst, dann sag mal direkt, woran du denken musst, okay? Ich fände es jetzt zuckersüß, wenn sie sagen würde, sowas wie Abschied. Ja, geil. Basierte Politik! Grenzen dicht, ja, geil! Oder wenn sie nur Döp sagen würde, das würde ja schon reichen. Ja, oh mein Gott, nein! Nee, das lege ich jetzt nicht. Nein, das sollst du auch nicht singen. Aber du musst daran denken, ja? Ja. Oh, das ist das Sylt-Video! Oh, Sylt, Skandal, nicht so schön. Natürlich Sylt. Ja, okay, das ist ein brillantes Thema. Sylt war das doch, ne? Woran glaubst du, liegt das, dass das als erstes bei dir in den Sinn kommt, wenn du diesen Song hörst? Also, an den Medien, an den scheiß verfickten Medien, weil ihr so dumm wart, den Riesenskandal draus zu machen. Wie dumm kann man denn sein? Wenn ihr nicht wollt, dass das zum Riesenhit wird, dann hättet ihr nie darüber sprechen sollen. Meine Fresse. Also, wenn das nicht in der Tagesschau genannt wäre, wäre es diesen Leuten nicht bewusst. Punkt. Ihr musstet aber halt unbedingt in der Nähe der Europawahl nochmal irgendwie so den Nazi rauskramen. Ich meine, darum ging es halt durch. Ja. Ah. Deine Medien super groß. Auf Social Media sowieso. Und ich glaube, deswegen ist es bei mir halt momentan gerade so aktiv. Einige wollen sich aber den Song nicht verderben lassen. Okay, also es macht gute Laune. Direkt schon EM-Stimmung. Man ist einfach drin in diesem Gefühl. Ja, geil. Genau, also es macht einfach gute Stimmung, einfach Wetter, auch wenn das Wetter nicht mitspielt, man denkt an Sonne, ja, super toll. Und denkst du auch an irgendwas anderes? Es ist ja mit Sylt quasi hochgekommen und vor allem ich mit Migrationshintergrund. Natürlich ist es traurig, sowas mitzubekommen, dass aktuell immer noch so viele, in so vielen Schichten quasi, das anders benutzen. Fast jede Person, der wir das Lied vorspielen, kennt auch den Vorfall auf Sylt und die Parole. Es hat sich etwas festgesetzt in den Köpfen, zumindest hier in Hamburg. Und wahrscheinlich auch...
Das musst du dir mal überlegen, wenn es sich sogar in Hamburg festgesetzt hat, ne? Was ja eine sehr, sehr links dominierte Stadt ist. Wie sieht es dann erst auf den anderen Regionen aus? Ja, schaut mal nach Osten, in den Osten. Also, Ins Ländle. Ins Ländle, ja. Auch im Rest der Republik. Was bedeutet das für die Zahl der Vorfälle? Wie oft wird diese Neonazi-Parole inzwischen gesungen? Das wollten wir wissen und haben alle... Es ist keine Neonazi-Parole, so oft du das auch noch wiederholst. Ja, hat sie doch schon mitgetippt. Er hat doch selber noch mitgetippt, Junge. Ich hab dich doch genau tippen sehen. Gefragt. Außerdem Dutzende Staatsanwaltschaften und eine Meldestelle für Rechtsextremismus. Alter, Dutzende Staatsanwaltschaften und eine scheiß Meldestelle beschäftigen sich mit sowas. Und wir haben hier sonst was für viele Gruppenvergewaltigungen im Land. Zwei pro Tag. Zwei Man pro Tag. Man gönnt sich ja sonst nichts, ja. Meine Fresse, als hätten wir keine anderen Probleme. Aber das ist halt, sind halt die Prioritäten, die unsere Regierung setzt. Aber das war mein Sportabortismus. Naja, in dem Sinne nicht, weil genau diese Probleme, diese Gruppenvergewaltigung, die werden ja von bestimmten Leuten ausgelöst. Das führt ja nur dazu, dass diese Parole letztlich überhaupt aufkommt. Genau. Ja. Also sind wir wieder im Thema. Und wir haben zahlreiche Medienberichte dazu gesammelt. Auf dieser Karte tragen wir die Fälle zusammen, die wir so gesammelt haben. Nochmal, der Satz ist geil. Warte mal, der Satz ist einfach nur geil. Nochmal bitte. Ja. Medienberichte dazu gesammelt. Auf dieser Karte tragen wir die Fälle zusammen, die wir so gesammelt haben. Auf dieser Trage? Auf dieser Karte? Warte nochmal. Auf dieser Karte tragen wir die Fälle zusammen, die wir so gesammelt haben. Ja, okay. Das ist jetzt nicht How I Met Your Messer, sondern How I Met Your Döp. Neo, ich fand es singt auch jemand. Ich fand den Satz auch einfach nur langweilig, grammatikalisch. Okay. Ach so. Der erste öffentliche Vorfall? Bergholz. Das Video kursiert Anfang November in sozialen Medien. Dann berichten Nordkurier und Katapult MV als erste darüber. Jetzt ist es in der Welt und wird nachgeahmt. 15. November, Magdeburg. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung. Am selben Tag Hammwedel, Schleswig-Holstein. Ende November, eine Disco im hessischen Karlbach. Am selben Tag Zerbst, Sachsen-Anhalt. Im Dezember geht es weiter, Reichshof in NRW. Am selben Tag in Dresden. Außerdem Mönchengladbach, eine Weihnachtsfeier der Jungen Union. Dann Paar... Die scheiß CDU gehört auch wirklich verboten. Ey. Das ist ja echt schlimm. Dann in Schleswig-Holstein, Bad Wünnenberg im Sauerland. Spätestens ab jetzt kann nicht mehr von Einzelfällen die Rede sein. Oh, warte. Okay. Dieser Satz auf Messerdelikte. Ne? Ja. 30 von 40 Tätern waren wie immer der üblichen Demografie. Der Rest wie immer ohne Herkunft oder sowas. Also spätestens ab jetzt Brücken können wir nicht mehr von Einzelfällen. Ne? Brücken, Standards. Nochmal Palen. Greding, Schenefeld, Rotenburg an der Fulda, Lorch, München, Lichtenfels-Gottelsheim, York, Alzenau. Also das war jetzt aber nicht in alphabetischer Reihenfolge. Also ihr müsst nochmal mit Schlomo reden. Das ist ne. Geht so nicht. Moment. Im Februar Bergneustadt, Neukahlen, Rietz-Neuendorf und mehr. Und noch mehr. Und mehr und noch mehr, ja. Okay. Im März und April kommen nur wenige Vorfälle dazu. Vielleicht hätte es eine Trendwende gegeben. Doch dann kommt der Mai. Und der Vorfall in der Ponybar auf Sylt. Jetzt geht es so richtig los. Als das Video von Sylt Ende Mai in sozialen Medien... Kannst du mal zurückgehen kurz? Ja. Davor ist es doch auch schon wieder explodiert, oder? Was naja, hier so hatten. Im März und April waren weniger, hat er gemeint. Ja, aber bevor dieser Sylt-Zwischenfall war, ja, ist doch die Karte hart angeschwollen, dachte ich. Auf jeden. Aber wahrscheinlich ist es danach nochmal so richtig explodiert. Mit Sylt. Ach so, ja, okay. Das kann, ja, das kann sein. Und nochmal, also geht euch denn nicht langsam was auf. Also ihr habt es halt einfach skandalisiert und damit zum Hit gemacht. Sie haben da halt wirklich Benzin reingeschmissen. Ja. Ja, also hätten die nicht darüber berichtet, über diesen Vorfall, da wäre das genauso ein Vorfall gewesen wie diese anderen Vorfälle, sage ich jetzt schon auf dieser Karte. Also wow, da hat jemand gesungen, Deutschland, die Deutschen Ausländer raus. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier bei, boah, vielleicht 30 bis 40 roten Punkten, wenn überhaupt. In ganz Deutschland, ja, in einem 82 Einwohnerland. Das ist absolut lächerlich. Ja. Kommt der Mai.
und der Vorfall in der Ponybar auf Sylt. Ab jetzt geht es so richtig. Das sieht aus wie so eine scheiß Inzidenzkarte übrigens. So. Ja, in Sachsen haben wir eine sehr hohe Inzidenz von DIP. 10 von 100.000 Fällen. Der R-Wert ist über 2. Los. Als das Video von Sylt Ende Mai in sozialen Medien viral geht, reagiert die Öffentlichkeit schockiert. Julian Reichelt fragt, wie kaputt muss man im Kopf sein? Jan Böhmermann will wissen, wer und wo sind diese Leute? Das Video dazu wurde inzwischen gelöscht. Wer und wo sind diese Leute? Naja, und das ist das Ding. Ich finde, worum geht's denn Jan Böhmermann? Na klar, er will halt, dass die Leute die ausspitzeln und naja. Der will die an Pranger stellen. Am Pranger, weißt du? Und sie sollen ihrer Existenz beraubt werden. Genau, das genau das, genau das. Schnell äußert sich sogar der Bundeskanzler. Weil er solche Parolen sind eklig. Sie sind nicht akzeptabel. Dann berichten wirklich alle großen Medien. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein Video mit rassistischen Parolen junger Menschen hat bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Deutschlands reichen Insel Sylt wird von einem Nazi-Skandal erschüttert, der wirklich fassungslos macht. Gäste des Lokals singen Deutschland den Deutschen aus. Alter, was mich fassungslos macht, sind diese 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Das sind die Messerangriffe, die wir haben. Die Vergewaltigung, die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, was weiß ich. Und ne, so ein Scheiß, weil jemand Deutschland den Deutschen singt. Mann. Ja, es ist einfach der fortwährende Rechtsbruch seit 2015. Länder raus. Die Aufmerksamkeit dafür ist riesig. Das zeigt sich auch in den Google-Suchanfragen. Nach allen Vorfällen suchen Menschen nach Ausländer raus. Mit Abstand am meisten nach dem Sylt-Video. Aber sie finden keine Lösung. Ja, was kann man da jetzt machen? Ne? Die im Video gezeigten Personen stehen jetzt am medialen Pranger. Viele fordern Konsequenzen. Die Bild titelt aufgebracht Nazi-Skandal. Das sind die Sylt-Schnösel. Einige von ihnen verlieren ihre Jobs. Doch die große mediale Empörung hat auch einen anderen Effekt. Und das lassen die jetzt einfach so stehen. So, die hätten da sagen können, und das war scheiße oder so. Irgendwas hätten sie sagen können, aber verlieren ihren Job. Ja, eben, stimmt. Darauf wolltest du jetzt hinaus, dass die ihren Job verloren haben. Eben, das hat keinen, also das ist in keinster Weise gerechtfertigt, finde ich, dass sie deswegen ihren Job verlieren. Also, stell dir mal vor, du würdest irgendeine linke Parole singen. Was weiß ich, du singst jetzt vielleicht die Internationale. Oh, warte. Oder ja, irgendwas. Oder Nazis töten. Sowas. Denkst du, du würdest da von einem Arbeitgeber gefeuert werden? Also würde nicht mal den erreichen, das ist ja das Ding. Ja. Ja, also vielleicht in ganz einzelnen Fällen von irgendeinem hart konservativen auf einem sächsischen Dorf. Höchstens noch. Ach, selbst aber, da wäre das egal. Selbst da, ganz ehrlich. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ja. So, und jetzt explodiert die Karte hier scheinbar. In ganz Deutschland finden sich jetzt Nachahmer. Spätestens jetzt wird es zum Meme. Der altgriechische Begriff Mimema bedeutet übrigens das Nachgeahmte. Ein Sommerhit zum Mitsingen. Kann das ein Meme sein? Sind das nicht eigentlich Bilder, die in sozialen Medien geteilt werden? Der Medienwissenschaftler Simon Strick fasst den Begriff weiter. Ganz kurz, Arti, wir sind jetzt ziemlich genau bei der Hälfte und wir haben jetzt hier ein neues Thema mit diesem Medienwissenschaftler. Ja. Wollen wir vielleicht eine zweite Folge draus machen? Ja, gerne. Ja. Eher uns hier noch einen Strick draus dreht, der Herr Strick. Ja. Dann sehen wir uns gerne zu Teil 2, liebe Leute. Bis gleich. Haut rein. Haut rein.